Sergeant Garus. Die Gerüchte stimmen. Einige der Wachposten, die wir hier unten verloren haben, sind gar nicht tot. Sie sind wahnsinnig geworden, genau wie die Akolyten. Das macht es aber nicht einfacher, das Forschungsmaterial zurückzuholen. Die Kisten sind durch Mehrfachschlösser gesichert. Wenn wir die Dinger öffnen wollen, ohne den Inhalt abzufackeln, müssen wir die Codezylinder sämtlicher Wachen zurückholen. Ich glaube nicht, dass sich das durch Verhandeln erreichen lässt. Meine Leute sind nicht scharf darauf, ihre alten Kameraden auszuschalten. Aber wir tun, was wir können. Wenn wir die Codezylinder haben, öffnen wir die Vorratskisten und machen uns davon. Tavon Ende. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Moment mal. Ist das etwa das fehlende Forschungsmaterial? Das hatte ich schon vor Tagen abgeschrieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin. Es dauert Monate, um einige dieser Chemikalien herzustellen. Euch nützen sie nicht viel, aber für uns sind sie essentiell. Danke. Ihr dürft euch im Gegenzug auch gerne mit unserer Ausrüstung eindecken. Ich werde dem Commander von euch berichten.